Willkommen zu einem weiteren Vlog und ja, wir sind hier wieder in der Fahrstuhllobby und nein, diesmal bin ich nicht spät dran, ich bin pünktlich dran, aber nichtsdestotrotz wollte ich jetzt nicht im Zimmer filmen und einfach mal reingehen, denn heute geht es los, die Weltmeisterschaft wird starten, nicht nur eben im Kartenspiel, sondern auch im Master Duel und Duel Links. Wir werden mal gucken, was wir eben so machen. Auf jeden Fall werden wir heute einige Creator treffen und mit denen noch was drehen. Wie immer kriegt ihr ein paar Einblicke, dementsprechend jetzt los, sonst komme ich doch zu spät. Wir sind angekommen und sind jetzt hier im YouTuber Raum. Hier gibt es natürlich diverse YouTuber und auch parallel haben wir hier eben den Livestream bzw. Spiele. Das heißt, wir können Spiele hier live verfolgen. Wir haben sogar zwei, einen da und einen eben auf der anderen Seite. Ja, hier werden wir hier eben unter anderem Content drehen. Ihr merkt, hier ist auch einiges los. Man hört es auf jeden Fall auch. Und mal gucken. Ich werde später noch zwei coole Wände zeigen. Unten, es sieht so hübsch aus. Zeige ich auf jeden Fall gleich auch. Und ich muss jetzt leider zum Hotel zurücklaufen, denn ich habe mein Stativ vergessen. Ja, ich halte das Ganze hier ja und ich möchte noch ein paar Videos drehen, da brauche ich das Stativ auf jeden Fall für. Liegt da, also jetzt ab durch die Sonne, eben das Stativ holen und dann wird Content gedreht. Ich habe es bereits geschafft, einiges zu drehen, aber ich dachte euch, ich zeige euch noch mal was, denn hier drin wird gedreht. Psst, leise, es wird bereits gedreht. Deswegen. Ja, da wird eben gedreht. Da habe ich bereits auch schon gedreht und ihr habt es vielleicht schon gesehen. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge die Videos kommen. Aber hat hier eine Menge Spaß, man tauscht sich aus. Ich finde es vor allen Dingen sehr interessant, wenn man halt die verschiedenen Gebiete hat. Also wir haben hier halt Amerika, Europa natürlich, aber auch den asiatischen Bereich, was ziemlich cool ist, dass man sich austauschen kann. Und halt vor allen Dingen, wir spielen das OCG, das darf man nicht vergessen. Und hier wird auch gerade gedreht, also auch nicht so laut. Also hier wird einiges an Content gedreht. Und ja, die Weltmeisterschaft ist voll im Gange. Wir haben schon bereits beim Master Duel die Halbfinalisten eben, also stehen schon fest, dann wird eben das Halbfinale ausgespielt und das Finale wird morgen auf der großen Livebühne stattfinden, die hoffentlich ziemlich gut aussehen wird, weil ich habe sie noch nicht gesehen, aber ihr werdet sie auf jeden Fall sehen, denn ich nehme euch natürlich wieder mit und dann werde ich das Ganze eben zeigen. Ich gucke mal, was ich jetzt noch mache, vielleicht sehen wir uns jetzt beim nächsten Essen, vielleicht auch nicht, wie immer. Los. Es ist ja schon bereits abends und wir haben hier jemand Besonderes, denn wir haben hier Snipe Hunter stehen und nicht nur ohne Grund, nicht nur, dass sie Europa vertreten, nein, sondern sie haben auch was? Ihr habt euch qualifiziert, richtig? Für? Das Finale, ja. Das Finale, ja. Und seid ihr hyped? Okay. Erstmal müde, hauptsächlich. Verständlich. Hat alles so geklappt? Ich denke mal schon. Ich meine, sonst wären jetzt nicht im Finale. Aber sagt ihr euch, hätte man noch was anderes machen können? Oder sagt ihr euch, genau so war alles richtig? Ich hätte einiges anders machen können. Aber ich hatte zum Glück ein gutes Team hinter mir, das mir den Arsch gerettet hat. Also die Strategie ist nicht aufgegangen? Doch, oder? Doch, die Strategie war in Ordnung. Die Strategie war in Ordnung. So schlimm ausführen. Aber so war gut. Okay. So schlimm war es. Ich meine, bis ins Finale, man kann jetzt nicht sagen, dass es ganz schief gelaufen ist. Okay, denkt ihr denn, dass eure Strategie vielleicht auch fürs Finale reichen wird? Oder denkt ihr, heute Abend setzt euch nochmal zusammen und werdet nochmal einiges ändern vielleicht? Ich denke schon, dass wir nochmal drüber gehen werden, aber insgesamt denke ich schon, dass wir gut vorbereitet sind. Das hat man auch, glaube ich, in den Vorrunden gemerkt, dass unser Lineup gut war für das Turnier. Und jetzt ist halt, man ist halt nervös, wir werden uns schon nochmal drüber unterhalten, wie wir es genau machen morgen, aber ich glaube, im Prinzip. Chancen sind schon in Ordnung. Also die anderen sind auch gut, werden sehen, ja, aber ich glaube schon. Und falls sich jetzt jemand fragt, warum die dritte Person hier gar nicht spricht, he's not German, so sorry. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Glück, denn ja, ich habe auch gewettet im Master Duel. Das heißt, wir wollen das Ticket holen. Nein, auf jeden Fall viel Glück und holt euch den Titel. Danke. Oh, da bin ich jetzt aber gut gesättigt. Wir sind jetzt beim Essen mit den Jungs. Ihr seht hier, ich habe hier noch zum Nachtisch, vielleicht noch ein Eis, Rabbit ist auch da, vielleicht noch ein kleines Eis oder so, das auf jeden Fall ein bisschen Chicken. Ich habe heute Curry gegessen, sehr nice, also wirklich sehr, sehr lecker. Und wie gesagt, zum Abschluss noch ein bisschen Hähnchen, vielleicht finde ich noch was Eisartiges oder so ein Milchshake oder so, aber ich weiß nicht, weil hier gibt es wirklich eine Menge Läden, wenn man hier mal so rumgeht. Hier ist so viel, also wir sind hier in so einer Mall, wo es nur Essen gibt. Also hier ist nichts zu kaufen, also like Kleidung oder so, sondern einfach nur Essen und du findest alles. Also es war ziemlich schwierig zu entscheiden. Ich hätte auch vielleicht Ramen gegessen, gibt es auch. Es gibt ja was mit Rind, es gibt ja was mit Waffeln, es gibt ja wirklich so viel. Also die Auswahl ist groß, aber jetzt bin ich halt so gut wie satt. Yeah, Italy! Genau, eben mit den Jungs da.
Und ich glaube, das war's dann für heute auch. Ist auch gar nicht so jung. Ich gucke mal auf die Uhr. Ab 22 Uhr geht noch, aber morgen geht's wieder früh weiter. Denn morgen entscheidet sich ja, wer Weltmeister wird. Und wir haben noch im Master Duel immer noch ein europäisches Team. Ihr habt es ja auch in einem Interview gesehen, dementsprechend. Ja, wir feuern auf jeden Fall an. Auf der Live-Bühne wird das Ganze stattfinden. Wird bestimmt riesig. Ich habe die Live-Bühne, wie gesagt, noch nicht gesehen. Ich werde die morgen sehen und bin gespannt, wie es aussehen wird. Und ich freue mich einfach. Ich bin hyped. Und vielleicht mache ich heute Abend im Zimmer nochmal irgendwie so eine Art Abschluss. Vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Also Leute, ich bin hyped auf morgen auf jeden Fall. Und von daher, bleibt dran. Und lasst dem Video mal ein Like da. Nächster Tag, es geht weiter. Weltmeisterschaft 2023. Heute entscheidet sich, wer eben gewinnen wird. Ich bin sehr gespannt. Ihr seht schon, wir laufen dorthin. Ist gar nicht so weit. Und vor allen Dingen, heute ist die Live-Show. Ich bin wirklich hyped. Ich glaube, ihr merkt es auf jeden Fall. Auf jeden Fall, let's go, ab zum Live-Event. Es geht los. Wir sind in der großen Halle. Und ich mache einen kleinen Schwenk. Hier sind eine Menge Leute, die hier rein wollen. Ich glaube, die große Live-Stage ist am Ende da. It's Tom Box! Yeah, let's go! Here are only the public events and I think on another side on live stage. So yeah, we will see. Ich rede auf einmal Englisch, because you are speaking English, not German. Okay. Also Leute, es geht weiter. Wir werden auf jeden Fall die Live-Stage sehen und alles. Also bleibt dran. Wir müssen jetzt einfach hier, glaube ich, warten, weil wir haben hier eine lange Schlange, wie gesagt. Von daher, ja, ne? Mal gucken, wann wir reinkommen und wie das Ganze am Ende aussehen wird. Ja, Sleeves of the World ist was Besonderes, denn jeder möchte sie haben, denn wir sehen hier, es gibt hier die roten. Die blauen gibt es, glaube ich, auch beim Shop, aber nicht zu kaufen, sondern nur, wenn man eine gewisse Summe eben holt. Und hier beim Public Events gibt es die roten. Und hier ist der Eingang und er sieht wirklich, wirklich schick aus. Nice Eingang. Und wie gesagt, hier gibt es Spielen, hier kannst du spielen. Ich weiß noch nicht, wie das Ganze stattfindet, aber es ist wie immer noch sehr viel los. Wir gucken weiter, ich zeige euch hier weiter reindrücke, denn es gibt hier wirklich einiges zu sehen. Von daher, bis zum nächsten Highlight. Ihr fragt euch sicherlich, warte mal, der erzählt die ganze Zeit, die Live-Stage ist nicht hier, aber die ganze Zeit ist eine Live-Stage im Hintergrund zu sehen. Ja, das hat einen Grund, denn hier wird gerade die Weltmeisterschaft für Dragon Duel ausgespielt. Bitte also die jüngeren Spieler können hier spielen. Und das Besondere ist, sie spielen nicht das TCG oder ein besonderes anderes Format. Nein, hier wird Rush Duel gespielt. Und wer nicht weiß, Rush Duel hat ebenfalls nur drei Ton und es darf immer vollgezogen werden auf volle Hand. Das heißt, du willst so viele Karten wie möglich ausspielen, um dann eben mehr nachzuziehen. Ja, und es ist natürlich eine ganz andere Dynamik, weil viel mehr Monster. Achso, und darfst du viele Beschwörungen machen, wie du willst. Also auch Tabu-Beschwörung und ähnliches. Und ja, und wir sehen halt, wie gesagt, hier ist eben Dragon Duel Weltmeisterschaft und das Finale. Und ich würde sagen, das ganze Duell angucken, wäre jetzt natürlich ein bisschen langweilig für den Vlog. Aber ich werde mir jetzt das ganze Finale auf jeden Fall gönnen. Ich bin gespannt, wer hier Weltmeister wird, eben beim Dragon Duel. Ich habe gerade etwas sehr Besonderes erfahren, und zwar, wir dürfen die Live-Stage vor allem als erstes sehen. Bedeutet also, wir sehen noch eine leere Halle, nicht nur eine volle Halle. Ich bin hyped. Ich glaube, sie sieht mega aus. Also ich habe hohe Erwartungen, sehr hohe Erwartungen. Wir gehen rein in die Live-Stage. Let's go! It's look so amazing! Oh mein Gott! Okay Leute, es ist geil, es ist sehr geil. Die Leute kommen hier in 5 Minuten auch rein, also bedeutet, gleich ist die Bude voll. Und ich liebe das Rot! Let's go! Nochmal die Live-Stage in Ruhezustand. Wir können nochmal hier filmen. So. World Championship. Es muss unglaublich sein, da oben zu stehen. Ich meine, du guckst auf ja, tausende Menschen. Das kann man schon sagen. Es sind wirklich tausende Menschen. Also es ist wirklich sehr nice, wenn man hier mal schwenkt. So viele Sitzplätze, es wird sich alles noch filmen. Also hier ist sehr viel Platz. Oh, ich muss da lang. Also mal gucken, was für eine Aussicht wir von unserem Platz aus haben werden. Hier haben wir etwas so wie eine kleine Fotobox, denke ich mal. Ich weiß nicht genau. Oder vielleicht stehen sich auch die Kontrahenten gegenüber. Oder ähnliches. Aber wenn wir mal hochgehen. Ah nee, warte. Wo sieht man es? Man sieht es kaum, ne? Warte, ich gehe rein. So. Ja, perfekt. Es sieht so schön aus, ohne Witz.
So ein Streaming-Hintergrund hätte ich wirklich gerne. Sieht so schön aus, allgemein alles hier. Sieht super schön aus. Ich freue mich. Ich freue mich. Ja, aber es wird noch nicht losgehen, denn das Ganze geht hier erst um 13 Uhr los, also um 1, ne? Und ich glaube, wir können noch essen vorher. Also ich glaube, ich gehe jetzt was Leckeres essen. Denn ja, Frühstück ist schon ein bisschen her und ich habe wirklich Hunger. Also Leute, erst essen, dann Live-Show gönnen. Let's go! Halle füllt sich immer mehr und mehr und bald geht es los. Um genau zu sein, noch 10 Minuten, dann geht es los. Und jetzt fragt man sich natürlich, hier ist so viel. Wo sitze ich denn, beziehungsweise wo sitzen wir? Ja Leute, was soll ich euch sagen? Ich meine, wo sollte man sitzen? Ich sag mal, erste Reihe, let's go! Eröffnungsfeier war, ich weiß auch nicht, es war mega gut, es ist unglaublich. Ich glaube, wenn man das im Stream oder so sieht, ist es gar nicht so, aber live ist es wirklich. Ich meine, die laufen hier vorbei und dann auf einmal die Spieler von links und rechts, es sieht so geil aus. I love it so much. Mal sehen, wie es wird. Erst kommt, glaube ich, Duel Links, dann Master Duel und dann TCG bzw. OCG. Ich bin hyped. Let's go to the final. He can punish both and he's gonna be left with no field. Okay, this should be it. Yeah. Takagi, we have the headphones coming off. This might be it. And that's the Kaiju. He has it. Takagi with a 3-0 sweep is your Duel Links 2023 World Champion. Wow, what an incredible match. 3-0. Wow. Well deserved, and what a match. We mentioned it, no 3-0 all weekend, and now he does it in the finals. Amazing, amazing, Takagi. Ja, ihr dachtet, jetzt kommt das Master-Finale, aber einfach nach dem Duel Links und nach der Siegerehrung gab es noch etwas, denn es gab ein großes Announcement für Duel Links. Natürlich, das betrifft neue Spieler, die Duel Links spielen, aber es wird eine neue Welt nach Duel Links kommen, was besonders ist, weil es kommt nicht wirklich so auf eine neue Welt. Und zwar ist es Sevens. Ob da jetzt Rush 2 gespielt werden wird oder ob da normal weitergespielt wird, weiß ich natürlich nicht, weil ich habe einfach nur diesen Trailer hier gesehen und das war's. Aber vielleicht kann es sein, dass Rush 2-Karten in Duel Links kommen. Vielleicht auch nicht, aber zumindest kommt eine neue Welt, was auf jeden Fall für Duel Links-Verhältnisse eben was sehr Besonderes ist. Es ist gerade das erste Spiel schon vorbei, das hat Europa geholt. Ganz souverän mit Exorcister, ging ganz schnell. Jetzt Joshua Schmidt in einer sehr schönen Position. Caught by the Gravecast, sehr stark. Aber Table 5, Tier Element, sieht gut aus, aber es wird jetzt nicht entschieden. Snow ist da und in Shizuka
gerade. Ich denke mal, es wird das 2-1, aber noch ist nicht sicher und es bleibt spannend. Das dritte Spiel ist jetzt auch vorbei und es ging an Snipe Hunters. Das bedeutet, es steht 2-1 für Snipe Hunters. Europa ist einen Schritt näher, auf jeden Fall den Weltmeisterschaftstitel zu holen. Ich bin gespannt, denn jetzt ist important. Jetzt spielen andere Spiele gegeneinander und welches Deck wählt man? Man hat jetzt zwei Decks zur Verfügung, muss strategisch gucken jetzt, welches Deck wählt man, was wird der Gegner wählen. Dementsprechend, es bleibt spannend, noch ist alles offen, noch kann man auch verlieren, auch wenn die Position sehr gut ist. 6000 damage for this turn. Gonna leave just a few left to his opponent. That's it. One more card, but can you do it? I know the other. This is no again. Just oh, to the big time. Oh, he has to use every card he has left. Fairy Tail Snow for the game. We thought Quantel Think would add another turn, but he does not. What that a game. Is a 2-1 for North America, and we got a tied series. It's all tied up. I couldn't ask for a better match. I'm glad Jesse got to put on his show. Both of them playing incredible. Ja, die nächsten drei Spiele sind vorbei und man muss sagen, es ist wirklich sehr, sehr knapp. Die nächste AS1 ist ein 4-2 für Europa wird. Jedoch muss man sagen, es ist leider nicht gewonnen. Jetzt steht es 3-3, das heißt, die letzten drei Spiele entscheiden und es wird wirklich knapp. Will win championship and there you have it. Quantel Think has done it for the team Snipe Hunters. The European representatives are your first ever Master Duel World Champions. Amazing. Wow. Both teams deserved it, but this team walking away with it, representing the EU, Joshua Schmidt, Emery, and Quantel Think. UDL World Championship 2023 Master Duel Champion! Ich glaube, man hat meine Jubel gehört durchgehen. Es ist gepackt. Snipe Hunters holt die Weltmeisterschaft. Das heißt, der Titel geht nach Europa, beziehungsweise schon fast nach Deutschland, weil jetzt zwei deutsche Spieler, ein niederländischer Spieler dabei sind. Ich bin mega hyped, es war auch mega spannend. Und am Ende, es war nicht klar, wer gewinnt, denn es war auf jeden Fall so, dass ein Spiel abgegeben wird wahrscheinlich. Es wurde nicht komplett ausgespielt, denn es war schon vorbei, aber es war sehr knapp. Aber zwei Spiele geholt, das heißt 5-3, beziehungsweise vielleicht 5-4. Aber ist auch egal, wir haben gewonnen. Let's go! This could be it. Will it be the handshake? Did he draw into something he can use? Dark Ruler no more, maybe? And that's it! It's over! We have our first ever world champion from the United States of America, Pauly Aronson. Wow. What a way to end it. You mentioned it. First time that it's happening. USA as a world champion for TCG, OCG. Wow. I have dreamed of this moment my entire dueling career. Every duelist in the United States wants to be that guy. The one United States duelist, the first one to make it. I didn't know if it would ever happen. I can't believe Pauly has made it. He has represented us. I can't. Incredible. Absolutely, we mentioned it. It was an amazing weekend. We went through three different tournaments to crown five different world champions. But now it's all on Pauly, who managed it. He did it. What a guy, and what a humble guy he is. You know, his demeanor hasn't changed once this entire time. He's just been smiling the whole time, and now he's going to be smiling with a bit of hardware. World Championship 2023 OCG TCG Mobile Champion. Die Weltmeisterschaft ist zu Ende. Wir haben einen Sieger. Ja, Leute, ich muss sagen, das war noch ein sehr spannendes Finale. Es war hinterher. Es war zwar ein klares 2-0 am Ende, aber so klar wie es scheint, war es gar nicht. Denn es war ein Hin und Her und Hin und Her. Und theoretisch hätte jeder jeden Zeitpunkt gewinnen können. Am Ende sehr viele Handtraps gewesen, aber das macht spannend. So viel Interaktion. Denn Nibiru war am Ende nicht genug, da Rira die Ziel eben, was es suchen konnte. Und so konnte eben Dragon Link hier das für sich gewinnen und eben das Ganze machen. Sword Soul hat es leider nicht geholt, aber Dragon Link, Glückwunsch an den Gewinner. Und vielleicht am Ende kriegen wir noch ein paar Aktivitäten oder nicht. Weiß ich aber noch nicht. Von daher erstmal hier vor der Live-Bühne. Und wie gesagt, am Ende sehen wir noch ein kleines Fazit. Ich weiß nicht, was kommt. Wir gehen bestimmt noch essen oder ähnliches oder was anderes. Egal. Es war super, es war geil. Es war eine super Show. Danke, dass ihr dabei wart. Und ja, wir sehen uns noch am Ende gleich. Erstmal Riesenglückwunsch. Ihr habt es geschafft. Hättet ihr es gedacht am Ende?
Naja, es waren nur 8 Teams. Also im Sinne, wir wussten schon, dass es möglich ist. Aber es waren trotzdem auch 7 sehr starke andere Teams. Also hätte, glaube ich, aus den 8 jeder gewinnen können. Und wir haben halt das Glück gehabt, dass es bei uns jetzt gereicht hat. Aber ja, sehr, sehr glücklich, dass es geklappt hat. Wie war es während der Runde? Ihr habt ja nicht jetzt ganz deutlich gewonnen, war ja sehr knapp am Ende. Hat man das Gefühl gehabt, jetzt kippt's, oder habt ihr konzentriert und gesagt, das Spiel muss jetzt sein, das Spiel muss jetzt sein? Ich habe das Gefühl, wir waren relativ konzentriert. Ich hatte vorher das Gefühl, wir werden ein bisschen aufgeregter sein, als es dann wirklich war. Aber als man dann einfach gespielt hat, war es eigentlich in Ordnung. Und dann war gut, dass wir die ersten 3 Games, dass wir da 2 von gewonnen haben. Das heißt, wir hatten erstmal so ein bisschen Luft, haben dann im zweiten 1-2 gespielt, was auch in Ordnung ist. Und dann im dritten waren wir eigentlich gleichzeitig alle 3 am Gewinnen. Wir haben alle Current Flips auch gewonnen, deswegen verdammt. Das war dann auch so, ist halt schon, ich war mein Spiel am Gewinnen und war nur so, okay, hoffentlich hat er nicht die und die Karte oder hoffentlich mache ich keinen Fehler oder so. Aber dann habe ich rüber geguckt und habe gesehen, er gewinnt, dann habe ich rüber gesehen, er gewinnt. Und dann dachte ich so, also wir hätten alle 3 Spiele hätten wir gewonnen. Und dann deswegen war es am Ende dann im letzten Set gar nicht mehr so knapp. Jetzt gibt es natürlich eine ganz große Frage, und zwar, wer nimmt die Trophäe mit? Ich darf der Leader behalten, zum Glück. Für mich. Okay, super. Dann vielen Dank und Riesenglückwunsch. Ihr habt einen guten Job gemacht. Dankeschön. Es ist etwas ruhigere Atmosphäre. Normalerweise war ich jetzt die ganze Zeit ein bisschen hyped, sage ich mal. Aber wir wollen jetzt noch gucken, was wir so Schönes bekommen haben. Denn es gibt ein Souvenir oder Dankeschön oder Geschenk, nennet wie ihr es wollt. Und zwar, wir haben halt einige Sachen bekommen und die will ich euch natürlich zeigen. Denn ja, ich will ja hier auch was zeigen. Ne? Zunächst einmal, wir haben einmal Duelist Nexus, das neue Display. Englische Edition first, nehme ich mit, definitiv. Des Weiteren haben wir eine Legendary Collection, ebenfalls englische Edition, also passt natürlich, wir sind aus vielen verschiedenen Ländern und alles in einzelnen Sprachen wäre, glaube ich, auch sehr umständlich zu holen. Dementsprechend alles Englisch, passt auf jeden Fall, nehme ich ebenfalls. Des Weiteren, nehmen wir das Kabel hier erstmal raus, haben wir hier das große Ding, was mit, ja, ich sag mal, das Besonderste ist, denn wir haben das hier. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, ja, was ist denn da drin? Naja, ganz einfach. Wir gucken einfach auf der anderen Seite und da sehen wir, was drin ist. Wir haben hier nämlich einiges drin. Wir haben hier nämlich einmal eine Playmat. Also hier sind 2 Playmats schon mal drin, was nice ist. Und wir haben hier 2, ja nicht Preiskarten, ich meine, die kann man ja nicht gewinnen, sondern ja, eben 2 Karten, ich sag mal Promokarten sind das, plus ebenfalls mit Hüllen, also alles entsprechend eben dieses Artworks und ja, sieht halt sehr schön aus, ne? Kann man definitiv sagen, ist hier ebenfalls drin. Des Weiteren kriegen wir noch 2 Spielmatten, die jetzt aber hier nicht zur Verfügung stehen. Dementsprechend werdet ihr die irgendwann nochmal bei mir sehen. 2 Spielmatten bekommen wir. Ich meine eine sogar auch zu Master Duel, auf den bin ich richtig gespannt, weil in der Vergangenheit die Muscle-Matten, die es bereits gibt, sind unglaublich hübsch. Weiter geht's, denn wir haben noch mehr. Denn wir haben Hüllen. Und ich muss sagen, die Hüllen sind wirklich hübsch. Also ich mag die Hüllen, sind einfach toll. Die gibt es auch in Rot. Leider habe ich sie nicht in Rot, ich habe sie in Blau. Aber man darf sich nicht beschweren, ne? Ich meine, die sehen trotzdem hübsch aus. Aber in Rot sehen sie nochmal schöner aus. Ich weiß, dass einige Spieler das haben und dass man das Ganze auch in Public Events eben gewinnen konnte, habe ich auch schon gezeigt. Dementsprechend jetzt hier halt eben in Blau. Und dann zu guter Letzt. Leute, es ist Worlds. Es ist Worlds. Ihr wisst, was es ist. Es ist der Worlds-Umschlag. Und hier drin sind 2 Karten drin. Und allgemein, das Set ist halt unglaublich selten und es ist nur 1 of 5000. Normalerweise ist es 1 of 9000, jetzt nur 5000. Das heißt, es ist deutlich seltener und was ist drin? Naja, man könnte ja sagen, okay, es gab bereits schon diverse ikonische Karten. Welche ist hier drin? Auch ikonische Karten. Zum einen haben wir Magischen Zylinder und ja, Magischer Zylinder ist natürlich eine sehr ikonische Karte. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das sozusagen die erste Falle ist, die jetzt in so einer seltenen Form existiert. Ich kenne mich da gerade nicht aus. Ich glaube, Spiegelkraft gibt es auch, aber das nur Halbwissen. Jetzt aber zur zweiten Karte. Die zweite Karte ist überraschend, denn die zweite Karte ist einfach eine Karte, die bereits in einem Worlds-Umschlag war. Und zwar, es ist das dunkle Magier-Mädchen, aber eben mit einem anderen Artwork als das ursprüngliche. Sonst hätte man ja 2-mal die gleiche Karte. Das würde ja nicht so viel Sinn ergeben. Dementsprechend ist hier dann halt eben das schwarze Magier-Mädchen drin mit einem anderen Artwork. Und das ist auf jeden Fall sehr nice, ist auch sehr beliebt. Dementsprechend, ja, ist es sehr krass, was man hier eben bekommen hat. Also ich freue mich wirklich, es ist super, oh, es passt gar nicht, oh doch, es passt, warte, vielleicht, so, ja, so ist auch gut, unglaublich cool, freut mich, ja, das Event ist auch bereits vorbei, hab noch einiges aufgenommen,
Ja, du, ich muss zugeben, ich bin auch ein bisschen durch. Das Wochenende war lang, der Vlog war lang, aber ich verabschiede mich noch nicht vom Vlog, denn abends wird es nochmal gegessen gegangen, denn ich brauche dringend was essen, denn ich kriege langsam sehr Hunger und dementsprechend gehen wir essen und dann, denke ich mal, verabschiedet man sich, denn morgen geht es dann schon wieder zurück nach Deutschland. Also, für euch, wie immer, ihr wisst es, nur ein kleiner Schnitt für mich, ein paar Stunden. Jetzt seht ihr auch mal wieder mein Gesicht. Ich merke wirklich langsam, dass ich an meine Grenzen komme. Mein Hals tut ein bisschen weh, wahrscheinlich von den ganzen Klimaanlagen oder ähnliches. Aber ich bin auch wirklich durch. Ich habe nochmal geduscht. Ich bin, es ging gar nicht. Ich war wirklich durch. Ich brauchte auf jeden Fall eine Dusche. Und danach bin ich dann nochmal essen gegangen. Nochmal in der Mall, in der gleichen wie gestern. Also ja, dann auch mit den französischen Leuten nochmal. War sehr schön. Ich dachte jetzt nochmal, hier ist ein schöner Ausblick. Nimm mal mit, da ich weiß, es wird jetzt nichts mehr Großes passieren. Klar, es ist nicht der letzte Tag streng genommen, morgen bin ich auch noch in Tokio, aber was passiert da? Ich fahre zum Flughafen, fliege dann, ich glaube insgesamt, der Flug geht, weiß nicht, 13 Stunden oder so. Auf jeden Fall wird der Tag für mich morgen 31 Stunden haben. Yay. Mal gucken, wie ich das mit dem Schlaf hinkriege, mit dem Jetlag. Und von daher wird nicht wirklich viel passieren. Ich könnte den Vlog natürlich auch am Flughafen beenden oder dann im Flughafen in Deutschland. Aber ich habe mir gedacht, ey, ganz ehrlich, warum nicht jetzt beenden? Ich denke mal, es ist ein guter Abgang und man ist auch ein bisschen ruhiger. Man merkt auch dann, ich mache es doch mal, dass man, also, dass halt viel los war, dass man halt wirklich auch fertig ist nach einer Zeit. Weil es ist so viel passiert. Ich glaube, man kann gar nicht alles verarbeiten und wird das erst die Tage realisieren, was eigentlich war und dass man hier überhaupt in Tokio war, was eigentlich verrückt ist. Und ja, es wird auf jeden Fall noch was geben, content-technisch. Also ich habe auf jeden Fall, also wie gesagt, es gibt ja die Vlogs, also ihr guckt ja gerade den letzten Teil des Vlogs. Zusätzlich gibt es noch zwei Videos, die vielleicht vorher oder früher kommen. Und ja, von daher gibt es auch noch einiges und es wird auch wieder in Stream gehen. Da können wir natürlich auch noch mal ein bisschen so eingehen, über Fragen, falls ihr sagt, boah, was war das? Und außerdem werden wir da ein paar Sachen öffnen, weil wir haben ja allein in diesen diese GIFs quasi, gab es ja auch zum Beispiel die Legendary Collection, die wollen wir auf jeden Fall öffnen. Die ist nämlich Ami, weil die Kwanzaa Sacred Rare sieht dann halt ein bisschen anders aus. Also nicht anders im Sinne von, sie sieht irgendwie komisch aus, sondern es ist halt einfach dann ein aus Amerika und die sind halt eben anders gedruckt, weil sie in einer anderen Fabrik gedruckt worden sind. Ist ja irgendwie klar, ne? Dementsprechend hoffen wir auf Slifer. Hätte ich wenigstens Slifer, einmal aus Europa, einmal aus Amerika. Wäre ziemlich cool, aber ich laber schon viel zu lange und ich glaube, der Vlog geht auch zu lange. Ich weiß gar nicht, wie lange das ist. Material habe ich auf jeden Fall viel zu viel. Ich muss auf jeden Fall runtercutten und mal gucken, wie lange das am Ende wird. Vor allen Dingen wird es auf jeden Fall mehr Teile, wie man merkt. Vielleicht sind es zwei, vielleicht drei. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ihr werdet sehen, weil es dann schon alles zusammengefasst ist und fertig. Und jetzt würde ich sagen, beenden wir das Ganze hier. Der Vlog ist damit zu Ende. Die Reise in Japan ist zu Ende. Was kann ich abschließend sagen? Ein riesen Dank an Konami, dass das hier möglich gemacht wurde, weil es war wirklich ein Erlebnis, was ich 100% niemals vergessen werde. Von daher vielen Dank und ich hoffe, die Einblicke haben euch gefallen. Ich werde fleißig eure Kommentare lesen, denn ich bin wirklich gespannt, wie ihr das Ganze fandet und wie ihr vor allem auch den Vlog findet, denn ich denke, man hat wirklich sehr viel Material und ich hoffe, man kann alles sehen und auch so hat es so eingefangen, wie man selber es dann wahrgenommen hat. Und ich merke schon, oh mein Gott, 3 Minuten geredet. Also Leute, wie immer sage ich dann immer, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wie immer viel Spaß beim Duellieren.